Moin, liebe Wölfe. Wir schauen heute gemeinsam bei Wigglywurfs zum einen natürlich auf unsere Partie in Düsseldorf, zum anderen auf den Siegtreffer unserer U23 im Spiel gegen Hannover 96 und, was persönlich sehr interessant ist, ich habe gelernt, wie mein Name auf Gebärdensprache lautet. Moin liebe Wölfe und herzlich willkommen zu Weekly Wolves. Ich bin's wieder, Felix, und es ist kalt geworden hier in Wolfsburg. Also wenn ihr nach Düsseldorf fahrt am kommenden Wochenende, dicken Pulli an und natürlich Schal, absolutes Pflichtprogramm. Hoch her und heiß war's trotzdem bei uns im Training und da schauen wir jetzt mal rein. Einer, der in dieser Woche wieder sehr, sehr gut gearbeitet hat, ist Elvis Rexbeczal. Der stand ja gegen die Bayern auch in der Startelf und spürt wahrlich das Vertrauen unseres Trainers. Ja, das Verhältnis ist gut. Der Trainer versucht mich halt auch immer zu pushen, auch zu sagen, was ich zu tun habe. Und auch gegen Bayern so, ja, mach dein Spiel, versuch das zu machen, was dich stärkt und alles. Und ja, ich glaube, ich versuche einfach ihm das Vertrauen zurückzuzahlen und immer weiterzumachen. Sind wir bei unserem Trainer Bruno Labbadia und seiner Einschätzung zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, die ja am vergangenen Spieltag mit 7:1 von Eintracht Frankfurt auf links gedreht worden sind. Aber was macht so eine derbe Niederlage mit einer Mannschaft? Natürlich tut es weh, überhaupt keine Frage, aber es sind viele Dinge da zusammengekommen, also untypisch für diese Mannschaft. Und Frankfurt hat einen sehr, sehr guten Tag gehabt, gute Torschützen gehabt. Ich glaube, sie werden sich sagen, komm, das ist jetzt passiert und wir wissen, dass wir auch die ganze Saison auch gegen den Abstieg spielen werden. Dessen sind sie sich bewusst. Also von dem her wird das nicht so viel für sie machen. Außer, dass sie sehr angriffslustig sein werden und versuchen werden, ihr Heimspiel zu gewinnen. Felix Klaus ist mittlerweile ins Einzeltraining eingestiegen. Joshua Gilavogui hat leichte muskuläre Probleme und zwei Fragezeichen gibt es auch noch bei Admir Mehmedi und Robin Knoche. Da heißt es Daumen drücken, dass die beiden uns am Samstag unterstützen können. Insgesamt 6-mal trafen unsere Farben auf die Fortuna aus Düsseldorf. Genau Samstag, auf den Tag, vor 6 Jahren gab es ein 4:1 im Dorf am Rhein. Und genau das wollen wir uns jetzt an dieser Stelle nochmal auf die Platte ziehen, und zwar diese herrlichen Tore von unserem VfL. Erstmalig in dieser Saison wird unser Wölferadio auch auswärts mit dabei sein. Diesmal bei Fortuna Düsseldorf. Lenny Nero und Kollegen werden das Spiel gewohnt stark kommentieren. Und da hören wir jetzt mal rein, wie das gegen die Bayern ausgesehen hat. Jetzt sieht der Ball lang raus. Knoche bekommt ihn genau auf den Kopf. Und
William sichert den Ball, spielt Seite zu Ginzek. Ginzek jetzt zu Gerhard. Der steht schon vor sich. Mechmedi ist frei. Und die Flanke in die Mitte rein. Tor für den VfL! Ein wunderbar ausgespielter Angriff. Und wieder war es Abdel Mechmedi, der das Offensivspiel der Wölfe hier extrem bereichert. Und wieder war es Frank Wechos, eben von dir angesprochen, der Führungsspieler in der Spitze, der da stehen muss, wo ein Mittelstürmer hingehört. Und ich mach's ganz einfach, André. Wechos! 27:0 Tore, eine makellose Bilanz für unsere Wölfinnen. Unter der Woche gab es einen ungefährdeten 7:0 Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach und am Samstag, da kommt Bayer Leverkusen zu uns ins AOK-Stadion. Unsere U23 war am vergangenen Wochenende ebenfalls erfolgreich im AOK-Stadion und zwar im Derby gegen Hannover 96 und das war der entscheidende Treffer durch Michele Rizzi. Eine absolute Clublegende feiert am kommenden Wochenende voraussichtlich sein 300. Spiel. Die Rede ist, und ihr kennt ihn alle, Julian Klamt, U23-Kapitän und seit der Jugend trägt er unsere Farben mit Stolz und hält in jedem Spiel seine Knochen hin. Und ich bin mir sicher, das macht er auch am kommenden Wochenende beim Spiel gegen Germania Egestorf. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Das ist auf Gebärdensprache der Name für Robin Knoche. Und zwar hatten wir in dieser Woche in einer Projektwoche Kinder aus der LBZH aus der verbotenen Stadt bei uns zu Besuch. Und Robin hat es sich nicht nehmen lassen und hat die Jungs und Mädchen einmal besucht. Wenn man genau drüber nachdenkt, ist es schon logisch. Also ich habe mir jetzt auch ein paar Namen der Kollegen angucken dürfen und wenn man weiß, worauf man so ein bisschen achtet oder worauf die Kinder auch wirklich achten, ist es schon faszinierend und eigentlich ja, logisch auch und leicht zu erraten. Ein Nordluchs und ein Riesenesel. So fangen in der Regel nur schlechte Witze an. Aber das sind die beiden neuen Patentiere von unserem Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke. In der vergangenen Woche ist er in den Tierpark Essehof gereist und hat dort die Patenschaft für diese beiden Tiere für die kommenden 3 Jahre übernommen. Am kommenden Wochenende, da zählen, egal auf welchem Platz, nur 3 Punkte für unsere Farben. Es heißt rausgehen, kämpfen und siegen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis dann. Tschüss, euer Felix.